Kommt niemals wieder. Ich weiß doch, ich fühle mich so wie du. Bleib doch heute Nacht, bleib einfach bei mir. Lass doch mein Herz, dein Herz berühren. Ja, wer in den Urlaub fährt, der bringt ja gerne mal ein Souvenir mit. Und in Paris, da gibt es jetzt etwas ganz Besonderes. Sandwasser im Eiffelturm. Ein junger Franzose hatte vor einem halben Jahr die Idee dazu, hatte nämlich die billigen, kitschigen und klassischen Souvenirs satt. Also hat er sich entschieden, Paris-Touristen eine französische Alternative zu bieten. Eben Sandwasser im Eiffelturm. Mit der Produktion... Kleine Metalleiffeltürme als Schlüsselanhänger, mal in Neon-Pink, mal in strahlendem Gold. Eine Glaskugel in der Schnee über Montmartre fällt. Das sind die typischen Paris-Souvenirs. Doch sie sind dem Neu-Pariser Charon seit seinem ersten Tag in der Hauptstadt ein Dorn im Auge. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Souvenirs, die verkauft werden, in Asien hergestellt werden. Das passt doch nicht zu Paris. Und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein echtes französisches Souvenir zu entwickeln, made in France, das den Touristen gefallen könnte. Schnell kam dem 24-Jährigen die Idee, die beiden Wahrzeichen von Paris zu verbinden, den Eiffelturm und die Seine. Und so entstand Paris.